Auch er wünscht sich die Penthouse-Wohnung mit bestem Blick. Dieter Gerstung, seit gestern neuer sportlicher Leiter des FCH. Auch er will den dritten Sieg in Folge sehen. FCH-Coach Schwarz betont, die Tendenz, sie stimmt, aber heute gilt es unbedingt nachzulegen. Sein Team erspielt die erste Chance, 19. Minute. Markus Mendler. Aber noch braucht Waldorf-Keeper Van der Velzen nicht eingreifen, zähe Partie bis hierhin. Jetzt aber versuchen die Gastgeber mehr. Der Ball für Amar Suljic, spektakulär zählbares, springt allerdings wieder nicht heraus. Und dann muss das Team von Danny Schwarz auch mal richtig gegen den Ball arbeiten. Waldorf mit Kendall, der kommt erneut an den Ball. Kretschmer kann abwehren und was folgt, ist der Umschaltmoment. Und jetzt spielt es der FC Homburg geradlinig. Hummel setzt sich dann clever gegen Haug durch und trifft zur Führung. David Hummel, 32. Minute, 5. Saisontreffer des besten Homburger Angreifers. Kein berauschendes Spiel, trotzdem die verdiente Führung für Grün-Weiß. Die Gastgeber investieren mehr und belohnen sich. Nach dem Seitenwechsel dann Fehler von Homburgs Weihrauch. Ball in die Füße von Jonas Arkalian. Aber Kirchhoff ist gerade noch da. Wenig später erneut Astoria Waldorf. Die Gäste jetzt ein bisschen besser im Spiel. Im Anschluss an diese Ecke kommt Max Müller in die Schussposition. Aber auch er verfehlt. Anders der FC Homburg, 82. Minute. Jörg spielt mit Weihrauch. Dann wieder Jörg. Über die Umleitung kommt der Ball zum eingewechselten Petö und er entscheidet die Partie. Grün-Weiß gewinnt mit 2:0. Der dritte Sieg in Folge. Der FCH rangiert nun unter den Top 5 der Liga. Ich renne jetzt nicht gleich ins Handy und schaue, wo wir stehen, weil ich sowieso weiß, nächste Woche geht das Karussell weiter. Da müssen wir wieder nachlegen, sonst ist das alles ja nichts wert. Aber wir sind insgesamt jetzt richtig gut unterwegs. Homburg ist nun seit 8 Spielen ungeschlagen. Das Team von Danny Schwarz scheint richtig ins Rollen zu kommen.